Der erste Redner kommt von der SPÖ. Es ist Klaus Köchl. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich kann schon erwarten, ich will noch schnell reden. Gell? Das Gesetz ist, wo wir als Sozialdemokraten nicht zustimmen können, weil es vom Ansatz her richtig ist. Es ist uns als SPÖ irrsinnig wichtig, dass Menschen in Bewegung sein, dass man Radfahren kann, dass die Fußgänger sicher gehen können. Und ich glaube, das ist etwas Einmaliges, wenn man mit einem Rad in einer Landschaft fährt. Das tut sicher in allem gut. Aber wir möchten das auch fördern. Aber das sind die Wege, die ihr da bestreitet, sind ganz einfach falsch. In Wien allein, und das Land Wien hat 13 Seiten geschrieben, warum das Gesetz, so wie ihr das plant, einfach nicht möglich ist. Es geht nicht, es sind beengte räumliche Verhältnisse zum Teil und das Ganze würde auch 14 Millionen der Stadt Wien kosten. Und das gleiche Thema gilt halt natürlich auch bei den Bundesländern. Die Bundesländer haben ja da Einspruch gemacht, sie wollen das in dieser Art und Weise nicht haben. Und da wir als Gemeinden machen uns schon auch Sorgen, wenn da das neue Gesetz kommt, dass da Kosten auf uns zukommen, dass das ganz einfach nicht gut ist. Und ich glaube, man sollte da schon noch einmal genau schauen. Man sollte da nur einmal versuchen, sehr sanfte Mobilität zu machen. Fußgänger, wichtig ist natürlich, und das ist auch in dem Gesetz, da ist ja nicht alles schlecht, auch drinnen im Bereich von Kindergarten, Schule, Verkehr. Das ist zu begrüßen. Natürlich sind das auch Kosten, die da ganz einfach anfallen. Und dass das alles nicht so erledigt ist, wie du als Kollege sagst, sie vielleicht an dem, dass du einen Abänderungsantrag eingebracht hast, wo so komische Verkehrszeichen vorkommen, die irgendwie ich halt noch nie kenne, obwohl ich schon ewig meinen Führerschein habe und nicht weiß, was das genau ist. Das wird sicher auch nicht so einfach sein, diese ganzen Verkehrszeichen dann zu einem Zeitpunkt zu kriegen, wo man sie braucht. Also ich würde sagen, da müsste man noch einmal an den Start gehen, noch einmal genau reden, Gemeinde, Länder, vor allem mit der Stadt Wien, weil es ist doch sehr, sehr viel Geld und die Finanzierung wäre dann natürlich auch noch einmal zu klären. Dankeschön.